Erste TV-Aufzeichnung, mega nervös. Konkurrenz kenne ich nicht. Ich beziehe alles nur auf mich und ich gehe davon aus, also wenn es irgendwas zu gewinnen gibt, tut mir leid für die Zweiten und für die Drittplatzierten und Viertplatzierten. Ich habe ja gelogen. Ich bin eigentlich mega scheiße, Witze erzählen. Als ich gefragt wurde, habe ich gesagt, das ist kein Problem. Aber ich bin echt scheiße und ich kenne keine Witze. Deswegen habe ich nachgefragt und habe ein paar jetzt mitgebracht. Ich bin ja quasi der FC Bayern München. Nein, Quatsch. Ich bin der Real Madrid der Witze-Erzähler. Ich will auf jeden Fall gewinnen, denn ich habe einen ganz tollen Fuchsbau. Das ist ein Keller, in dem man sich betrinken kann. Und da würde der Wimpel super hinpassen. Peter, alles gut? Markus, Grüße. Moinsen! Na, sicher doch. Ja, die erste Sendung war nicht schlecht. Ja, lang. Dafür, dass die lang war, war die nicht schlecht. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl. Ich sitze dann auch wieder hier. Habt ihr gewischt? Nee, ich bin jetzt nicht der beste Witzeerzähler, sagen wir mal so. Ne? Das ist irgendwie so, ich polter mich immer durch so einen Witz durch. Aber mit Witzen habe ich eigentlich gar nichts am Hut, außer dass mein Leben manchmal ein Witz ist mit zwei kleinen Jungs und ich ständig irgendwelche Sprüche um die Ohren gekloppt bekomme. Und ansonsten kann ich mir Witze auch wirklich schlecht merken, außer sie sind versaut. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, was euch heute erwartet. Habt ihr vielleicht noch eine Frage an mich, die ich euch beantworten kann? Wäre gut, wenn das so durchs T-Shirt noch. Ja, Mann. Oh. Ja. Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, ja. Ich hab dich live schon draußen. Ja. Zwei Monate. Zwei Monate? Krass, oder? Ja. Ich weiß nicht. Hat dir aber gut getan, der Ja, Platz. Das ist echt super. Ja, so. Hast du die Tattoos noch von früher? Ja. Ey, der hat so ein geiles Tattoo gehabt, ich schwöre früher so, ne? Hier am runden Bauchnabel. Er von hinten, so, ne? Aber so mit dem Arsch. Also, dass das hier sein Dings. Da guckt er so sexy so. Kam mich schon gut an im Knast. Das kam richtig gut an. Was muss ich denn machen? Da sagt der Slava gleich was Schlaues genau. Zu. Dann einmal, ob ist der Ton in Ordnung? Der Ton ist in Ordnung, ja. Okay. Test, test, 1, 2, 3, Techno. Sehr gut. Ich würde mich bei DSDMS gerne bewerben. Mein Name heißt Dennis, ich bin 21 Jahre alt. Ich mache zurzeit ein Ausbildungspraktikum, Sozialstunde und Integrationsbus-Vorbereitungskombinationsstufe-Kurs, Weiterbildungsbeschaffungsmaster, Stufe 2, Volontariat-Lehre als ein Maurer. Und als erstes Lied habe ich mir von Kollega ein King, habe ich mir ausgedacht, ja? Warte mal, muss ich mich schon mal konzentrieren für? King, ich hab Raubtiere als Haustiere. Ich hab Raubtiere als Haustiere. King, ich geb dir Bitches. Was? Bitches verdienen, King. Ja, das wäre das erste Lied. Krieg ich jetzt. Darf ich weitermachen? Hans, ich hab dich noch gar nicht gesehen heute. Hab ich dich schon begrüßt? Nein, sag nein. Hab ich nicht. Miki, wir haben heute Nacht deine Videos geguckt. Wir haben 2 Stunden nicht gepennt. Nein. Das Glück ist so. Welche Videos? Von mir? Ja, alle beide. Nein, du hast. Ja, wir hatten irgendwann mal so eine Idee. Ich fing wieder an mit Mike Krüger, wie immer. Mike Krüger hat ein paar Lieder dabei, die ich dann rückwärts werfen kann. Und da kamen wir natürlich zu Cordula Grün, wie immer. Und dann hat sie, das muss man, das ist das Lieblingslied von Micky Krause von meiner Mutter. Bums und so weiter. Ne? Welches war's? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß, mein Lieblingslied ist, habe ich auch da reingeschrieben. Danke für Laminat und Fliesen. Ja, wie eigentlich. Das wie heißt das? Laudatussi. Laudatussi. Ne? Das ist so geil. Ne? So dermaßen weit weg vom normalen Denken, dass das bei mir ankommt. Sehr gut. Deshalb war es auch ein großer Erfolg. Ja. Boah, Bernd Stelter, der kommt aus dem Karneval. Das ist immer schlimm. Der ist ja so ein lustiger Witze-Teddy, sag ich mal. Ne? Und da, ich glaube, der kann richtig rausschießen. Und ich glaube auch, dass er das sehr gut macht. So, Sonja Zietlow auch. Aber Bernd Stelter ist, glaube ich, die Konkurrenz. Also sagen wir mal so, Karneval und 7 Tage, 7 Köpfe bedeutet, so ein bisschen Timing muss er haben, sonst klappt das nicht. Mein absoluter Lieblingswitz, wenn es überhaupt einen gibt, ist der schwarze Rettichwitz. Der Olli hat mir den Witz gerade schon auf dem Gang erzählt. Und hat sich abgesichert, ja. Was ich sehr anständig finde von ihm. Ich freue mich schon, dass Nelson Müller da ist. Denn es geht im Prinzip um das Thema dunkle Hautfarbe. Kurz vor Weihnachten in einer Hochhaussiedlung betritt ein Hellhäutiger den Balkon, um eine Zigarette zu rauchen. Im gegenüberliegenden Hochhaus betritt ein Dunkelhäutiger ebenfalls den Balkon, um eine Zigarette zu rauchen, hat Kopfhörer auf und plötzlich fängt in seiner Wohnung hinten dran an, der Weihnachtsbaum zu brennen.
Und der Hellhäutige sieht es und will ihn warnen und ruft und schreit. Nichts passiert, weil der Kopfhörer auf hat. Und plötzlich kommt seine Frau auf den Balkon und sagt, ey Schatz, was ist denn da los? Dann sagt er, guck mal, da drüber bei unserem dunkelhäutigen Nachbar brennt der Weihnachtsbaum. Er schnippt, verschwindet in der Küche, kommt zurück, hat in der linken Hand einen Rettich, in der rechten Hand eine Spraydose mit schwarzem Lack, sprüht den Rettich an und winkt. Dann sagt seine Frau, was heißt denn das jetzt? Dann sagt er, schwarzer Rettich. Weißt du, dass wir zusammen schon gedreht haben? Gedreht? Ja, wir haben eine Sendung zusammen gemacht in der Elf-Freunde-Bar. Ja, wir haben auch mal zusammen gedreht. Ja, den habe ich gesehen. Ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Im Dschungel wird gejodelt.